Hey, ja, hier ist Sternschnuppen. Willkommen zurück zu Hyperdimensional Neptunia. Zur Fortsetzung unserer Rundreise momentan durch die verschiedenen Länder. Denn wir haben Planet 2 hinter uns gelassen erstmal und sind nach Last Station gereist und letztes Mal nach Leanbox. Also ging uns aus, hatten dort auch nur eine Traumsequenz eigentlich, aber ziehen dort direkt weiter zum nächsten Land. Werden später natürlich nochmal hierher kommen. Aber wir machen mal da ein bisschen die Quest, ein bisschen der Reihenfolge nach, wie sie freigeschaltet worden sind. Damit kommen wir ganz gut durch, glaube ich, im Spiel. Wir haben hier alles gemacht, haben hier leider keinen Block und können jetzt das nächste Land anlaufen. Und zwar geht's nach Louis. Ui, Louis aus, so wieder ganz. Boah, ganz interessant zumindest. Ach, wait for a poach, müssen wir ja warten. Ja, wenn man das so machen muss, dachte, die wären automatisch dann da, aber hätte ich mich seinerzeit auch an die Reihenfolge ein bisschen geändert. Aber machen wir es halt so, wie es ist. So, wir machen Road to Louis, genau. A tunnel leading to Louis, it's used as a trading route between the lands. Ja, wie immer ein Tunnel sein kann, keine Ahnung, es ist halt einer, deswegen. Naja, machen wir weiter, ne? So, nächstes Quit. Ist eine nächste Brücke. Haben wir letztes Mal einen anderen Hintern geguckt. Gehen wir mit ihr hier wieder. Mal gucken, ob ich hier eine Truhe übersehe oder so. Aha. Ah. Hier gibt es keine Tracker zu landen. Ja, und dann gucken wir uns mal wieder Neptun an. Später gibt es noch andere Charaktere, weil wir das ja freigeschaltet haben. Durch die DLCs. Auch noch andere Hintern angucken. Ja, machen wir mal das Zeug hier. Ja, das freut mich schon mal. Gelati. Und auch Feinde, die auf uns warten. Was für Viecher? Keine Ahnung, was das für Viecher sind, ne? Weiß halt auch nicht. Er ist ein Warpals. Nehmen wir mal, zieh mal damit. Bringt doch was. Also, damit reicht es, ist er weg. Na dann. Reicht natürlich nicht. Ja, aber nicht so schlecht. Ich mache nicht ganz so viel Schaden, ne? Aber es reicht. Hab Reflex erhalten. Ein Reflex. Ja, warum nicht? Ja. Was gibt's denn noch? Detoxin. Wie viel ist denn Gelatin? Gelatin. Ich will mal Gelatin sagen, aber es heißt Gelatin. Denke ich doch, wie es so heißt. Mut ich mal, dass es so heißt. Hier gibt's nur eine Truhe geradeaus, sondern. Komm mal, Reflex 5. 5 Units. 12 Reflex, dann. Okay. No sweat. Ja, kein Problem dann, ne? Wenn wir wissen, wie wir die erledigen können. Das ist ja plötzlich nicht da. Oh, ich kann so angreifen. Das ist scheiße. Was war denn der das nochmal? Ja, warum genau? Was habe ich dir getan? Du greifst mich doch an. Erwischt. Da reit auch was. This isn't a normal boat.
slicing junk. Mhm. Wieder was denn wieder was er ist. Und farmen kann halt ein bisschen nur, ganz wenig. Oh, Kraftmüll. Na, warum nicht? Wenn wir wieder gucken hier, ob hier eine Truhe ist. Was anderes ist ja auch nicht. Noch Feinde? Naja gut, aber bisher nichts Neues gesehen. Nur einer. Na dann. Kann ich so angreifen? Hm, wie blöd. Oh, kein Problem, ne? So. Got him good. Ja, war natürlich kein Problem. So, neue Truhe für uns. Oh, Tafel, 6 Units. Na, warum nicht? Ein teures Kram. Naja. Kann nur eine Richtung gehen. Da kommen wieder nochmal Feinde. Wieder zwei. Macht aber nicht kein Problem mit denen. Die macht beide einfach platt. Dann müssen wir aufpassen hier mit meiner Lebensenergie. Du bist erst dran, na dann. So, der ist weg vom Fenster. Alter, nur nicht ganz, ne? Den komplett zu erledigen, aber. Die macht jetzt den Rest. Weil ich Schluss und dann ist das vorbei. Na komm, boah, die steckt nur ein hier. Die kommt gar nicht vor. Die kommt gar nicht dran, meine ich. Die wird nur angegriffen, müsstens. Ah, hier ist auch wirklich keine anderen Truhen mehr, ne? Im Gang war ein und das war's dann. Na dann war's das wohl, naja. Exit the Dungeon, yes! Natürlich! Wollen wir den exiten, den Dungeon. Lowy, Land of White Serenity. Mhm. Also Lowy. Oder Lowy. White Heart Block. Let us talk about the White Heart Block. It is a block written by the Lowy goddess White Heart. You can read news about Lowy and the goddess daily life. You might find some useful information. Ich vermute, deswegen gibt es ja auch wieder nichts zu finden, ne? Ich kann halt das mal kaufen. Wir können mal einen Reset-Button kaufen. Nein, den können wir noch nicht. Und das Geld noch gar nicht. Gut, Block gibt's noch nicht. Also machen wir jetzt hier das Snowy Land. Da singen wir hier.
Lowy is a calm land covered entirely in a blanket of white. The people of Lowy have unwavering faith in their goddess protection. Aha. Ah, ja, könnte sein, ne? Wegen Erfrierung, ein Christiatus. Ja, erfroren, oder erfriert. Ja. Langsam, mit jedem Zug, Chris verliert 5 HP. Yeah, some energy of some kind was totally getting drained whenever I was all talky. Like, my soul was trying to jump ship. Oh. Are you okay? You girls hardly look layered enough to travel in the snow. Ja, glaube ich auch, wir haben nicht das richtige Outfit dafür. Hätten uns vielleicht verkleiden sollen als Weihnachtsfrau. wenn wir kommen können. They're just whining. It wasn't all that cold. Does this have something to do with Louise Goddess? Ja, das beeinflusst die Göttin, wie kalt es ist. Es ist immer schön warm in den Gebäuden. Ich dachte, die Bewohner sind auch eher da, waren auf Kälte eingestellt. So yeah, to the point. Do you know where strong monsters are around here? Genau, wir wollen die Monster jagen und finden. We're traveling the world, finding key fragments and fighting monsters. Why not go to the central basilicum, Entremet, if you're curious about monster research? Okay. This basilicum is just a local branch. Aha. There are two basilicums in Louis? Then there are two goddesses? They must be twins. Ja, Wahnsinn. Ja, verschiedene Kirchen. Ach ja, hier eine Kirchen einfach mal. No, no. Each city in Louis has its own local basilicum to govern the area. Aha. Das trotzdem wir mal nur unterschiedlich. Manche machen also trotzdem unterschiedliche Sachen. The central basilicum, also known as Entremet, is where all local basilicums are managed. Our CPU resides there. Okay. Okay, so if I go there, I can bug them about monsters and say hey to the goddess, right? Klingt so, ne? Yeah, I'll give you a map to find it. The roads can be a bit harsh, so be careful. Okay. Sieht auch interessant. Eigentlich so klingt das so, als müsste man so weiter, aber müssen wir hier so weitermachen, ne? Aber. Ach, wenn man, ich weiß noch nicht. Ob wir beim nächsten Mal wieder hier bleiben oder das weiterführen oder wir wieder zurückreisen. Ja, die entsprechende Reihenfolge nach, wie ich sie hier aufgeschrieben habe mittlerweile. Ist ja auch letztendlich egal, ihr könnt die Folge dann später gucken. Grundsätzlich könnt ihr die Folge dann später gucken, grundsätzlich. Ihr könnt ja die Folgen selbst einteilen. Sieht da in meinem in der Beschreibung ganz oben, wie ich fest ich mache. Ja. Gut. Jetzt bin ich hier direkt neu hier. Central Basilicum, Planet PR. Aber gibt ein paar mehr hier. Ach, können wir also in Zukunft tatsächlich ein bisschen länger hier bleiben? Ja, gibt aber wieder ein paar was. Aber nächstes Mal gibt es dann was, wenn ich wieder zurück nach Planet tun. Für eine Aufgabe, dann. Ja, arbeiten wir langsam uns ein bisschen hin und her. Und dann treiben wir langsam voran. Ja, wir springen momentan ein bisschen hin und her in den Ländern. Etwa das so machen, wie wir. Ja. Um der Nicht-Linearität des Spiels ein bisschen zu folgen. ja. Gut. Hier gibt's doch nichts weiter. Das war's da ja mal wieder. Nur wieder eine Reise und ein Dialog-Sequenz. Das ist halt so. Aktuell. Würde wieder andere Zeiten geben. Bin ganz sicher, aber das ist aktuell so. Ich fahre wieder ab. Und ja, machen nachher dann am nächsten Mal wieder weiter, ne? Entsprechend.
Weil das soll es wieder gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Denkt wie immer in die Videobeschreibung und. Weil, für die Links meine ich. Also, denkt an die Videobeschreibung für alle wichtigen Links. Und denkt an das Follow, damit ihr kein Video mehr verpasst und wisst, wann es weitergeht. Und ja. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.